Vor 2 Jahren verlor Lisa Marie Presley ihren Sohn Benjamin Q. Noch immer ist der Verlust überaus schmerzhaft für die Sängerin, wie sie jetzt mit einem Essay klarmacht. Ihre Zeilen, die sie bei People veröffentlicht, verdeutlichen Lisa Maries tiefe Trauer um ihren Sohn, der im Alter von 27 Jahren verstarb. Heute ist der nationale Tag des Trauerns und da ich seit dem Tod meines Sohnes vor 2 Jahren in dieser furchtbaren Realität mit ihrem eisernen Griff lebe, dachte ich, ich würde mal ein paar Worte dazu teilen, worauf man beim Trauern achten sollte, beginnt sie ihren Essay. Sie erklärt weiter, dass die Trauer ein fester Bestandteil des Lebens ist, der nie so ganz verschwindet. Lisa Marie geht außerdem darauf ein, dass trauernde Familienmitglieder oftmals von anderen verurteilt werden, vor allem bei Müttern, deren Kinder verstorben sind. Ich kämpfe sowieso schon dagegen an und bin ständig wütend auf mich, gebe mir jeden Tag die Schuld. Damit leben zu müssen, ist alleine schon hart genug. Aber andere urteilen hinter deinem Rücken über dich und geben dir ebenfalls die Schuld. Das ist noch viel furchtbarer und schmerzhafter. Deshalb sei es wichtig, sich mit Menschen zu verbinden, die Gleiches durchmachen müssen. So nehme Lisa Marie an Selbsthilfegruppen teil. Nichts, überhaupt nichts, kann die Schmerzen vergehen lassen. Aber Unterstützung zu finden kann helfen, dass man sich nicht ganz so alleine damit fühlt. Sie habe in ihrem Leben schon so viel Trauer erlebt, doch nichts war so schlimm wie Benjamin zu verlieren. Ich habe mich durch mehr durchkämpfen müssen, als ein Mensch je sollte. Ich bin trotzdem so weit gekommen. Aber der Tod meines wunderschönen Sohnes? Nein. Einfach nur nein. Nein, nein, nein. Der Grund, weshalb sie trotzdem die Kraft findet, weiterzumachen, sind ihre 3 Töchter. Ich mache weiter, weil mein Sohn in seinen letzten Momenten deutlich gemacht hat, dass es ihm das Wichtigste ist, dass seine Schwestern gut versorgt sind und sich gut um sie gekümmert wird. Schließlich beendet Lisa Marie ihren emotionalen Essay in der Hoffnung, dass sie damit Menschen dazu bewegen kann, auf trauernde Freunde oder Verwandte zuzugehen.